Zum Thema Zufriedenheit haben wir jetzt die perfekte Gesprächspartnerin. Ich bin nämlich verbunden mit Gina Schöler, Glücksministerin hier in Mannheim. Frau Schöler, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo aus Mannheim nach Mannheim. Ganz so ist es. Sie sind gar nicht weit weg. Wie wichtig ist es denn, dass wir in dieser Krise unser Glück und unsere seelische Zufriedenheit nicht aus den Augen verlieren? Also als Glücksministerin muss ich natürlich sagen, super wichtig, auch wenn der erste Impuls erstmal ist, das hat jetzt erstmal gar keinen Raum und Platz. Aber wenn man sich auch gerade die Zahlen zur psychischen Gesundheit mal anschaut, muss ich wirklich aus vollem Herzen sagen, jetzt erst recht. Also hier gilt es wirklich, Blick nach vorne, in die Zukunft, Pläne schmieden, Vorfreude schüren, optimistisch bleiben, ohne die rosa Brille aufzusetzen und all das, was gerade eben tobt und turbulent ist, zu ignorieren. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle durch schwierige Zeiten gehen, dass wir alle unsicher sind, dass wir alle Angst haben. Inwieweit beobachten Sie, dass die Zahl der Menschen, die aus diesem Grund psychische Probleme entwickeln, tatsächlich steigt? Also ich bin jetzt zwar keine Wissenschaftlerin, aber ich kriege das ja tatsächlich hautnah mit aus der Community, aus den sozialen Netzwerken auch, dass die Leute, die normalerweise sogar eher optimistisch sind, selbst die ins Grübeln kommen. Und dementsprechend kann ich schon auch sagen, dass so eine Krise auch als Brennglas zu sehen sein kann, was eben Unsicherheit schürt da draußen, Arbeitsplatz, Gesundheit, gesellschaftliche Veränderungen. Und Menschen sind von Natur aus so gestrickt, dass sie eben Strukturen und Routinen brauchen. Und dementsprechend kommen gerade einfach echt viele Emotionen hoch. Und da bedarf es einer wirklich guten Portion Geduld, Gelassenheit und Empathie mit sich selbst und mit anderen, dass wir einfach wohlwollend und auch nett miteinander umgehen und gut aufeinander auch aufpassen, gerade was die seelische Gesundheit anbelangt. Die Ängste sind ja in dieser Zeit sehr, sehr vielfältig, sei es jetzt Jobverlust oder Einsamkeit oder Angst zu erkranken oder einen geliebten Menschen zu verlieren. Wo finde ich denn, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe ernsthafte psychische Probleme, mich macht das mehr fertig, als es sollte, wo bekomme ich da Hilfe? Also erstmal möchte ich wirklich sagen, das Thema gehört sowas von enttabuisiert. Also es ist ganz, ganz wichtig, da auch ehrlich zu sich selbst zu sein und lieber früher als später ganz offen mit Menschen darüber zu kommunizieren. Erstmal natürlich mit den nahen Angehörigen und dann gibt es auch ganz offizielle Stellen, sei das die Telefonseelsorge. Die Deutsche Depressionshilfe hat mittlerweile wirklich ein Krisentelefon eingerichtet, was 24 Stunden am Tag erreichbar ist. 0800 11 10 111. Sei an dieser Stelle gesagt, meldet euch, fragt Fragen, fragt um Hilfe, um Rat. Es ist keine Schande, es kann im Zweifel Leben retten und ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Das haben wir auf jeden Fall notiert. Frau Schöler, vielen lieben Dank für diese Tipps und für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund. Passt auf euch auf, ja. Viel Glück und ganz viel Gesundheit.